Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einem weiteren Total Warhammer 3 News Video, dem einzigen deutschen Warhammer YouTube-Kanal, auf dem es sowas überhaupt gibt. Und ich habe diesmal eine Neuigkeit über die neuen Features, die es in den Schlachten gibt und sogar einige Balance-Issues, also einige Balance-Probleme, die es in der Vergangenheit vor allem mit Heilung gab und wie die jetzt in Total Warhammer 3 angegangen werden. Es gibt nicht nur ein Video von Creative Assembly dazu, das ein bisschen das beschreibt, es gibt außerdem noch einen Blogpost-Eintrag und die wichtigsten Änderungen meiner Meinung nach in Kürze, damit ihr sie schon mal gesehen habt und ihr schon mal abschalten könnt, wenn ihr natürlich wollt, ist: Einheiten können fliegen und landen, Stellung halten, gibt es jetzt ein Symbol, es gibt schlappe Lebensenergieanzeigen, was das genau bedeutet, sehen wir nachher noch. Man kann die Armee in Schnellschlachten jetzt zum Beispiel besser hinstellen, also man kann sich jetzt seine Armeen besser auswählen. Es gibt endlich einen Konter für Heilung, nämlich Feuer, wie das funktioniert, sehen wir gleich. Es gibt einen Zeitlupen-Magie-Modus und diverse andere Features, auf die wir jetzt rein eingehen können. Natürlich noch den Ansturmreflexion, der gerade mal wirklich es lohnenswert macht, dass man auch mit seinen Truppen steht und nicht die ganze Zeit in den gegnerischen Angriff hineincharged, um mehr Schaden zu machen. Bevor wir allerdings reingehen, würde ich euch einmal das bitten, abonniert bitte den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, denn es gibt etwas Wichtiges, das ansteht. Nämlich ist es so, dass wenn der Kanal hier auf 15.000 Abos kommt, dann kann ich ein Partner für Creative Assembly werden und dann erhalte ich früher Zugang auf Total Warhammer 3 und auch weitere DLCs. Und das wäre schon richtig genial, wenn es hier mal einen deutschen YouTuber gäbe, der das hätte, damit ich nicht nur die ganze Zeit nur Kommentarvideos über andere Angelsachsen machen muss, die das eben schon haben. Also lasst gerne einen Kommentar da und für alle, die schon abonniert sind, kommentieren, lasst ein Abo da. Ansonsten für alle, die noch nicht schon abonniert sind, kommentieren, liken, dann ist die Währung von YouTube auch unter alle Blogposts. Spam mal so richtig raus. Ich weiß, ich pumpe hier gerade so ein bisschen, nein, normalerweise nicht, aber es wäre schon genial, wenn wir bis Februar hier auf den entsprechenden Wert kommen würden. Okay, genug davon. Springen wir rein einmal in das kurze Video. Wir fangen nochmal einmal von vorne an und gehen die Änderungen, die es gibt, einmal nochmal gemeinsam durch. Die Features, die uns hier in Total Warhammer erwarten. So, wie bereits erwähnt, gibt es jetzt die Möglichkeit, dass fliegende Einheiten landen können. Ich weiß, unglaublich. Wir mussten mindestens 7 Jahre darauf warten, bis es soweit war. Nun geht es. Fast alles, was fliegen kann, auch landen. Ich weiß, ist verrückt, aber es ist so. Es ist so und es wird wohl auch einen spielmechanischen Unterschied machen. Hier gerade im Video wurde zum Beispiel gesagt, dass wenn ihr gelandet seid, dass ihr dann mehr Ansturmschaden macht. Ihr könnt allerdings nicht immer fliegen wieder in jeder Situation, sondern ihr müsst ein paar Sekunden außerhalb des Nahkampfs sein. Also abheben, wie es auch schon bei normalen fliegenden Einheiten es gibt. Hier seht ihr ganz einen super interessanten Skill, der hier gezeigt wird, nämlich das ist Stellung halten. Hier auf Englisch wird es Bracing genannt. Bedeutet, ihr kennt ja häufig das Symbol, eine Einheit hat Ansturm abwehren gegen groß und wenn eine Einheit eine Stellung hält, wird der gegnerische Ansturmbonus negiert. Und das wird einem jetzt endlich angezeigt, wenn das der Fall ist, mit diesem kleinen Schildsymbol. Dummerweise sieht das aus wie das Schildsymbol gegen einen Fernkampfschaden, aber okay. Und ihr habt gerade gesehen, wie schlecht diese Chaosritter reingestürmt sind in diese Infanterieeinheiten. Außerdem gibt es Lazy Health Bars, schlappe Lebensenergieanzeigen. Könnt ihr hier sehen, jedes Mal, wenn Schaden gemacht wird an einer Einheit, nimmt zuerst die hellrote Anzeige ab und im Anschluss gibt es dann noch so einen dunklen Bereich, der dann im Nachhinein runterfließt, mehr oder weniger. Das hat mich bei den Videos aus der Vergangenheit so ein kleines bisschen irritiert. Was soll das eigentlich genau bedeuten? Es stellt sich jetzt heraus, damit möchte Creative Assembly erreichen, dass ihr jetzt ein bisschen mehr visuelles Feedback bekommt und mehr wisst, wie viel Lebensenergie wurde einem Gegner eigentlich abgezogen. Das ist eigentlich wie bei jetzt irgendwelchen Kampfspielen, Prügelspielen, wie auch immer man die nennen will, da ist es ja teilweise so ähnlich, ihr macht ein paar Schläge und dann seht ihr, wie viel, kurze Zeit später erst, wie viel Lebensenergie der Gegner verloren hat durch diesen entsprechenden Angriff. Außerdem sehen wir hier ganz schön den neuen Army Setup Screen, also wenn ihr euch nun Armeen zum Beispiel in Schnellschlachten oder im Custom Battle zusammenstellt,
könnt jetzt einerseits auf der linken Seite eure Fraktion einfach auswählen. Es ist nur noch die Hauptfraktion und nicht mehr alle Subfraktionen, die auch noch dabei stehen, sondern ihr wählt euch die Hauptfraktion aus und könnt dann die Subfraktion in diesem Untermenü wählen. Endlich. Übrigens sehen wir auch schon unter Umständen das Update für die Krieger des Chaos. Nämlich ist hier erstmal gar nichts Neues drin. Chaoskrieger in Total Warhammer 3 werden anscheinend absolut identisch sein wie die normalen Chaoskrieger. Und ich sehe ehrlich gesagt wirklich keine Änderung. Auch die Anzahl an Helden, die drin sind, bleibt die gleiche. Es sei denn, ja genau, ist alles normal. Oder bin ich jetzt hier blöd? Ist ein neuer General dazugekommen, den sie jetzt hier verstecken? Die Antwort lautet nein. Es kann natürlich sein, dass das erstmal Work in Progress ist und noch nicht die finale Version. Ich weiß, alle warten noch auf Bellacor. Aber ja, ist nicht drin. Jedenfalls hier ist er nicht drin. Das heißt, ein legendärer Lord ist vielleicht nicht Bellacor ist, oder vielleicht doch Bellacor, aber irgendwie in alle anderen Chaos-Funktionen rein kann. Oder ist irgendjemand ganz anderes? Wir werden sehen. Eure Spekulation in die Kommentare rein. Ich bin gespannt. So. Plus ein extrem, extrem nützliches Update, was jetzt gerade hier gezeigt worden ist in diesem Bildschirm, ist: Regeneration kann endlich gekontert werden, Leute. Ah, oh, meine Güte, bin ich glücklich. Regeneration und Heilung war einfach so grauenvoll. Absolut grauenvoll, meiner Meinung nach. Nämlich, wenn, es war so OP, dieser Zauberspruch, und es gab nichts, was es gekontert hat. Jetzt gibt es endlich was, nämlich Feuerschaden. Warum auch immer. Also, jetzt macht Feuerschaden nicht nur mehr Schaden an Einheiten, die den Regenerationsskill hat. Nein, zusätzlich sorgt, wenn ihr gerade eine Heilung castet, wie zum Beispiel Erdenblut oder Nachwachsen, und eure Einheit wird jetzt in diesem Moment gerade mit Flammenangriffen angegriffen und kriegt Flammenschaden ab, dann wird die Regeneration auf die Hälfte reduziert. So gut. Und deswegen, jetzt weiß ich auch, warum überall in den neuen Armeen von Katai und den Ogerkönigreichen und auch bei Zinj und so überall ein Feuerzauberer dabei ist, weil Feuerzauberer werden wir jetzt die ganze Zeit sehen, um Heilung zu kontern. Das bedeutet, also Heilung ist immer noch sehr stark, wenn ihr einfach irgendwo anders hingeht und euch in Sicherheit vor der restlichen Armee heilt, aber ihr könnt jetzt nicht mehr einfach so im Nahkampf die Heilung spammen und hoffen, am Leben zu bleiben, denn das wird deutlich schwächer sein, weil ihr könnt einfach einen Zauberspruch drauf casten oder das flammende Schwert des Ruin und dann macht ihr Feuerschaden, dann kann der Gegner nicht mehr so gut regenerieren. Das ist wundervoll. Außerdem zusätzliches Extra, haben wir in der Vergangenheit schon gesehen, Heilungssprüche sind jetzt so dargestellt, dass sie nicht mehr eine feste Anzahl an Lebenspunkten heilen, sondern einen gewissen Prozentsatz pro Sekunde heilen. Ist jetzt, glaube ich, jetzt nicht der mega große Unterschied, beziehungsweise es bedeutet halt, Einheiten mit vielen Lebensenergiepunkten profitieren besonders davon. Das ist ganz nett. Das werden immer noch, ich meine, die Single Entities werden sich immer noch lohnen. Wird sich immer noch mehr lohnen, die zu heilen. Obwohl gerade bei so Zombie-Regimentern mit so 10.000 Lebenspunkten kann man sich schon vorstellen, hey, dass da ein bisschen mehr los ist, dass sich da schon mehr lohnt. Wir sehen hier übrigens zum ersten Mal das komplette Khorne-Roster in diesem Scream. Das heißt, wir haben hier die Generäle, Scarbrand, außerdem noch der Standard-Blutdämon. Wir sehen zum ersten Mal die Preise dieser Einheiten, auch wenn die sich noch ändern können, das wissen wir natürlich nicht. Wir sehen, Scarbrand kostet 3.350 Gold, das ist schon knackig. 3.150 beim normalen Blutdämon und dann dem Herald des Zinj, wahrscheinlich wird das hier sein, oder der erhabene Herald des Zinj für 1.450, also Budget-Lord. Ansonsten ist die Infanterie von Khorne-Kriegern gar nicht mal so teuer, obwohl es geht. 750 bis 800 ist schon ziemlich elitäre Infanterie. Bei Monstern und Bestien, den Hunden 400, 500 ist man so dabei. Bei den Tiermenschen, bei den Khorne-Gores sehen wir eher 1600 und der Soul Grinder, wie erwartet, im Bereich von 1900. Artillerie bei 1000, Streitwagen bei 1200, Helden auch 1200. Also schon eine teure Armee. Es wird nicht so viele Khorne-Regimenter auch in der Schlacht geben. Das wird eine Herausforderung sein, mit denen nicht zerschossen zu werden. Gut, außerdem, nächstes Feature sehen wir hier, wenn ihr einen Zauberspruch castet, was eigentlich ganz nett ist, gerade für den Singleplayer, für Singleplayer-Kampagne, im Multiplayer wird es das natürlich nicht geben. In dem Moment, in dem ihr euren Zauberspruch auswählt, um ihn auf den Gegner zu fokussieren, und da könnt ihr jetzt hier so einen Klick machen in der Anzeige und könnt dadurch Zeitlupe
Zeitlupe während Fähigkeitszielen aktivieren. Das bedeutet, ihr schaltet, also jedes Mal, wenn ihr einen Zauber auswählt, geht das Spiel in den Zeitlupenmodus. Ihr habt ein bisschen mehr Zeit, euren Zauber so zu platzieren, wie ihr das möchtet. Wenn euch übrigens interessieren, wie Zauber in Warhammer 3 so genau aussehen, was da für Zaubersprüche gibt, verlinke euch dazu einmal ein Video, das ich auch noch gemacht habe, hier beim i, direkt auf meinem Kopf, Leute. Ansonsten gibt es noch was, gibt es noch welche anderen Zustände, die wir hier sehen. Skirmish Mode, es gibt jetzt auch den Plänkelmodus für Hybrideinheiten, separat von normalen Einheiten, die man immer anstellen kann. Und man kann sogar seine Verbündeten und Feindeinheiten anscheinend jetzt selbst auswählen. Also schön, schöne Sache. Da gibt es hier mal ein bisschen mehr Unterschiede als in der Vergangenheit. Ja, Cast wird aktiviert und ihr seht, das ganze Spiel geht in den Zeitlupenmodus, um dann den Cast auszuführen. Nett, na, haut mich jetzt nicht mega weg, aber ist schön, um mal ein bisschen Tempo aus dem Spiel rauszunehmen. Ja, so viel dazu. Gibt es sonst noch irgendwas, was Creative Assembly uns sagen will? Ja, eine Eigenschaft, die ich aus Age of Empires kenne, mittlerweile. Wenn ihr die Backspace-Taste drückt, wird automatisch eine Einheit jetzt ausgewählt. Die nächste Einheit ausgewählt, seht ihr jetzt hier, die nichts tut, also die einfach nur dasteht. Und wenn ihr Steuerung Backslash drückt, dann werdet ihr in der Lage sein, alle eure Einheiten, die nichts tun, direkt auszuwählen. Seht ihr ein bisschen schneller, wer nichts macht, und könnt Idle Units, also die nichts tun, ein bisschen schneller in die Schlacht bringen und wieder zurück in die Schlacht bringen. Das verliert einem, dadurch verliert man ja manchmal, ob jetzt wegen dem Knopf alles anders wird, sagen wir dahingestellt, aber nett, dass es das gibt. Außerdem wird man in der Lage sein, ein bisschen mehr Bäume zu verstecken zu lassen. Das war immer ein bisschen schwierig, in Bäumen zu sehen. Außerdem gibt es Occlusion Outlines. Das bedeutet, wenn feindliche Einheiten oder eigene Einheiten hinter Bäumen oder hinter Gebäuden sind, wir werden ja häufiger Schlachten in irgendwelchen Städten machen, dann könnt ihr trotzdem, auch wenn die hinter dem Gebäude sind, die Einheiten noch sehen, weil ihr Umriss dann noch zu sehen ist. Nette Sache. Wäre wahrscheinlich schon eher ein bisschen schwierig, dann sonst Schlachten zu schlagen. Ist wie bei Blood Bowl. Bei Blood Bowl verstecken sich auch die ganze Zeit irgendwie irgendwelche kleinen Gobbos hinter den Ogern. Das werden wir jetzt wahrscheinlich bei mir in der nächsten Ogre-Königreich Blood Bowl-Kampagne sehen, die bald anfängt. Daumen hoch, wer als ihr Blood Bowl liebt, da macht die Community gerade sicher ziemlich heftige Memes und ich bin ein richtiger Fan davon, Leute. Richtiger Fan. Okay, so, wir kommen in den Blogpost. Ich mache mich jetzt mal ein kleines bisschen größer und gehen auf die weiteren Neuheiten ein. Jetzt mal Stück für Stück. Und ich hoffe, ihr seid noch dabei. Hashtag 8% und so. Und ich hoffe, euch nervt die Hintergrundmusik nicht. Sie ist heute mal ein bisschen lauter und etwas anderer als sonst. Bin noch nicht so ganz sicher, welche ich dann eigentlich im standardmäßig wähle. Deswegen wechsle ich gerade noch so ein bisschen durch und warte auf eure Rückmeldung diesbezüglich. Also, was wir gesehen haben, fliegende Einheiten kann man landen und landende Einheiten kann man wieder aufsteigen lassen. Außer ein paar Einheiten wie die Himmelslaterne, der Kartei, das geht bei denen nicht. Außerdem gibt es jetzt eine Reihe von Hotkeys. Wahnsinn, da könnt ihr zum Beispiel den Guard Mode oder Plänkel Modus auf den Hotkey setzen. Das ist, denke ich mal, ganz nett, aber haut mich jetzt auch nicht unbedingt weg. Schön, dass es das endlich mal gibt. Sehr interessant und deutlich interessanter, habe ich, glaube ich, auch am Anfang geteasert, nämlich Formationen. Das haben sie aus The Three Kingdoms übernommen, also dem chinesischen Style-Ableger von Chotlor Warhammer. Hier kann man jetzt einfach nur, indem man auswählt und Einheiten irgendwo hin bewegt, wird das wohl dafür sorgen, dass eure Einheiten, eure Armee sich direkt in schon eine vorgefertigte Formation bewegt, sodass die Fernkämpfer hinten sind, die Nahkämpfer vorne. Kenne ich auch aus Age of Empires 4 so. Falls ihr da einen Stream von mir sehen wollt, Age of Empires Stream, schaut mal hier beim i vorbei. Hamsters Weg vom Noob zum Meister. Momentan Stufe Anfänger. Außerdem wird es eine wundervolle Fähigkeit geben, also eine neue Eigenschaft des Spiels, die echt mal überfällig ist, nämlich wenn ihr in einer Kampagne drin steht, wenn ihr eine Kampagne spielt und ihr habt eine Armee und ihr baut eure Armee auf eine gewisse Weise auf, also so wie ihr es halt gut findet, dann wird diese Aufstellung, mit der dann die Schlacht startet, gespeichert und ihr müsst für die nächste Schlacht, in die ihr geht, die nicht nochmal neu aufbauen, die bleibt dann da, diese Armeeformation bleibt. Die Standardformation, der sie ist, ne? Ihr müsst also nicht jedes Mal an jeder Schlacht 3 Minuten damit verbringen, wieder alles so hinzuschieben, wie das, ja, wie ihr es halt haben wollt. Also, ich finde es auf jeden Fall gut. Mich freut das sehr. Weiterhin haben wir eine Änderung der Heilung. Das haben wir vorher schon, oder sind wir vorher schon drüber gegangen. Nämlich Heilung ist jetzt Prozent.
von der maximalen Lebensanzahl der Regimenter des Deltas Einheit. Und wenn ihr Feuerschaden auf einer Einheit macht, die sich gerade heilt, werden alle Heileffekte für einige Sekunden reduziert. Und ich glaube, in einem anderen Video wurde gesagt, um die Hälfte wurde das reduziert. Aber vielleicht irre ich mich da. Aber auf jeden Fall einiges. Und das ist sehr, sehr schön. Erschöpfungsverändernde Fähigkeiten werden jetzt auch langsam über die Zeit wirken und nicht auf einmal, wie es zum Beispiel beim Nachwachsen gewesen ist oder bei dem Feindessucher oder wie das Ding nochmal heißt. Nett, aber weiß jetzt nicht, ob das jetzt einen Riesenunterschied macht, aber okay. Viel interessanter, viel wichtiger, habe ich auch vorhin schon angeteasert, nämlich Stellung halten oder Bracing, wie es im Englischen heißt, sorgt dafür, dass ihr mit Hellebardieren, Speerträgern und vielleicht auch mit ein paar von den Zwergen. Wir werden sehen, wenn ihr steht und in der Stellung halten, stellen gesagt, einen Speer und die Hellebarde dem Gegner entgegenhaltet, dann werdet ihr auch Stellung halten Schaden machen am Gegner, weil er stürmt ja in eure Speere rein. Und in der Vergangenheit hat es halt eigentlich nie Sinn gemacht, wirklich zu stehen und den Angriff zu erwarten. Es war eigentlich fast immer besser, auf den Gegner anzustürmen, selbst wenn das gegnerische Kavallerie war. Jetzt mit dieser neuen Stellung halten Fähigkeit ist das endlich mal anders. Stellung halten lohnt sich wieder. Leute, das hat sich eigentlich, was heißt hier wieder? Es hat sich ja noch nie gelohnt, ihn zu werden. Lohnt es zum ersten Mal. Und jedes Mal, und ihr seht jetzt sogar, wenn die Einheiten die Stellung halten, kommt dieses eine Schildsymbol, das wir vorher gesehen haben. Bei den Zaubersprüchen, Verzeihung, haben wir jetzt gesehen, es gibt die Zeitlupeneinstellung, die man hier machen kann, wenn man eine Fähigkeit oder einen Spell casten möchte. Und es gibt, das ist auch schon etwas länger bekannt, die Magieresistenz ist ein bisschen geändert worden. In der Vergangenheit gab es ja einen Magieresistenz-Skill. Ich verlinke euch mal das Resistenzen-Video auch nochmal beim i, falls ihr einmal sehen wollt, wie das bei Total War Warhammer 2 gerade funktioniert, was für Resistenzen gibt und wie die sich gegenseitig beeinflussen. Die werden jetzt aktualisiert. Es gibt eine weitere Resistenz, nämlich eine Magie-Zauberspruch-Resistenz und eine normale Magie Schadenresistenz, habe ich das Gefühl. Das heißt, beziehungsweise steht hier eigentlich drin, dass Magic Resistance has been reworked into Spell Resistance. Das heißt, unter Umständen gibt es gar keinen Widerstand mehr gegen magische Waffen, weil sie sich hier gesagt haben, magische Waffen haben häufig gar keinen Vorteil gebracht, sondern einen Nachteil. Zum Beispiel, wenn irgendeine Einheit eben Magieresistenz hatte. Jetzt gibt es wirklich nur die Spell Resistance. Das heißt, ihr nehmt weniger Schaden gegen Zaubersprüche, aber ihr nehmt immer noch Schaden, der normal ist, gegenüber magischen Waffen. Und da bei Dämonen jetzt gerade so viele Dämoneneinheiten diese Spell Resistance haben, wären wahrscheinlich Dämonen extrem stark auseinandergerissen worden, wenn zum Beispiel Waldelf mit Dryaden reingebracht hat. Viel magischen Schaden und die wären wahrscheinlich ruckzuck platt gewesen. Und ich gehe mal davon aus, dass der physische Resistenz jetzt auch gegen magische Waffen gilt. Unter Umständen. Also vielleicht gibt es jetzt zwei verschiedene. Einmal Magic Resistance, einmal Spell Resistance. Obwohl ich ehrlich gesagt in den Einheitenkarten bisher noch nirgendwo diese Standard Magic Resistance mehr gesehen habe. Also gibt es vielleicht nicht mehr. In Total Warhammer 3 weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr es ja einmal gesehen und ich habe es nur übersehen. Falls ja, gerne in die Kommentare schreiben. Es gibt einen neuen Dornen-Zauberspruch-Effekt. Also in der Lehre des Lebens, der Magie, gibt es das Dornenschild. In der Vergangenheit hat das einem physische Resistenz gegeben. Jetzt, wo es ja Schadenreflexion gibt, ist klar, dass das, auch wenn sie es hier nicht genau schreiben, dass das Dornenschild ab jetzt auch Schaden reflektieren wird. Nurgle hat ja auch einen Zauberspruch, der so ausgesehen hat. Da verweise ich euch wieder auf das Zaubervideo. Alle Zaubersprüche enthüllt. Zaubersprüche enthüllt und da könnt ihr mal reingucken, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Heilsprüche kennt ihr ja, alle lieben sie, mega, mega stark. Die sind jetzt in der Lage, auch Einheiten wiederzubeleben, die in der Vergangenheit nicht wiederbelebt werden konnten. Das sind zum Beispiel Streitwageneinheiten oder Artillerie. Ich glaube, es gab auch in der Vergangenheit sehr selten Fälle, in der sowas überhaupt möglich war. Höchstens für die Untoten, aber die hatten ja eigentlich nur ein Streitwagen, der sowieso nur ein Modell war. Insofern weiß ich nicht genau, auf was die sich hier genau beziehen, aber nette Geschichte. Warum nicht? User Interface, haben wir vorher schon darüber geredet. Es gibt die Lazy Health Bars, die also daran, die ein bisschen warten,
und erstmal den gemachten Schaden anzeigen und dann diesen gemachten Schaden nochmal runterzählen mit der anderen Farbe, damit man mehr sieht, wie viel Schaden eigentlich gemacht worden ist, zum Beispiel beim Angriff oder beim Zauberspruch. Und es gibt diese kleinen Lebensenergie-Ticks, so bei 75, 50 und 25% Lebensenergie-Anzeige kann man ein bisschen besser sehen, wann irgendwie ein Prozentsatz erreicht ist, gerade weil bei Single Entities ja die neue Wundenfähigkeit oder Eigenschaft dazu kommt, die dafür sorgt, dass eure Einheiten bei 50% Lebenspunkte nur noch, ich glaube 20% Schaden und 10% weniger Geschwindigkeit haben. Das ist also 20% weniger Schaden machen und 10% weniger Geschwindigkeit haben. Yes. Auch eine nette Sache, muss ich sagen. Schluck aus der Pulle. Keine Sesamsamen heute. Außerdem, mega geniale Änderung, die es in der Vergangenheit noch nicht gab. Es gab in Total War Warhammer 1 und 2, also es gibt natürlich eine Haufenweise versteckte Stats in Total War Warhammer. Einer davon ist die Masse einer Entität. Und die Masse zeigt einem praktisch, wie leicht diese Einheit verschoben oder umgeworfen werden kann. Und das war eigentlich immer unbekannt. Creative Assembly hat im Hintergrund in den Patches immer wieder damit rumgespielt, sorgt eigentlich dafür, dass eure Einheiten zum Beispiel besser darin sind, zu verhindern, dass Cavalry durch sie durchbricht. Und im heutigen Meta ist es ja eigentlich eine Standardvorgehensweise, Cavalry zu nehmen, einfach durch die gegnerische Infanterie durchzuklicken, bis die Cavalry durchgeritten ist. So, bin ich auch kein Fan davon, dass das so einfach geht, aber geht halt. Und ja, das wird jetzt vielleicht ein bisschen geändert, dadurch, dass es ja mehr Masse geben wird wahrscheinlich, wenn man in der Stellung halten Position ist und Cavalry nicht mehr so leicht durchlaufen kann. Und man kann sich dann auch noch anzeigen lassen, wie viel Masse irgendeine Entität hat. Das heißt, da kriegt man endlich mal ein Gefühl dafür, was ist denn viel, was ist wenig, was ist 100 Masse, was ist 1000. Das finde ich nämlich ganz nett. Weiterhin, in Schnellschlachten oder in Custom Battles, die ihr machen könnt, in denen ihr eure eigenen Armeen zusammenstellen könnt, haben wir jetzt gerade gesehen, seht ihr nicht mehr diese unfassbar riesige Liste mit allen Subfraktionen, sondern es gibt nur noch die Hauptfraktionen, die man sich auswählen kann, und dann gibt es wohl nur noch das Farbschema, das man sich aussuchen kann aus bekannten Fraktionen innerhalb dieser Fraktion. Nette Sache, könnte jetzt unter Umständen heißen, dass die ganzen Sublords verschwinden und dass jetzt also ihr müsst nur noch die Fraktion wählen, ich habe immer alle legendären Generäle zur Verfügung und alle Einheiten. Das wäre ein bisschen schade, so ein kleines bisschen. Das hat irgendwie dem Ganzen nochmal einen extra Charme gegeben, aber ja, vielleicht wird das auch weiterhin so bleiben. Und das ist nur noch nicht ganz richtig beschrieben hier. Außerdem Einheitengröße wird man nun direkt in der Schlachtlobby direkt einstellen können. Also ihr wisst ja in der Vergangenheit, wenn ihr eure Einheitengröße ändern wolltet, musstet ihr jetzt direkt erstmal in eure Grafikoptionen gehen, um es da umzustellen. Das war echt total bescheuert. Das geht jetzt direkt in der Schlacht. Schöne Sache. Und es wird verbesserte Möglichkeiten geben, eure Armeen zu speichern, auszuwählen und zu suchen. Genau wie die Karten. Ihr könnt jetzt auch Karten nach Namen durchsuchen und eure Favoriten oben speichern. Ja, das ist ziemlich nett. Soweit dazu, zu den ganzen Informationen. Und morgen wird es ein weiteres Update geben. We'll see you tomorrow for something a bit meatier. Schon mal ein kleines Versprechen auf das, was morgen kommt. Ein Problem habe ich allerdings an der Sache. Ich bin nämlich morgen von Mittwoch bis Freitag auf Dienstreise. Danke Creative Assembly, dass ihr ausgerechnet da nochmal Neuigkeiten reinhaut. Aber da kann ich halt nichts machen. Da muss ich wahrscheinlich mit meinem Smartphone machen und die Kamera so auf mich richten. Oder ich nehme vielleicht meine Webcam. Das wird wahrscheinlich recht herausfordernd werden. Vielleicht lasse ich es Hamster mal machen. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das sehen wollt. Okay, so viel dazu. Ich sage nochmal Hashtag 8%. Wenn ihr jetzt immer noch dabei seid, dann lohnt es sich auf jeden Fall für euch, den Kanal zu abonnieren, damit wir auf die 15.000 bis im Februar kommen und endlich die ganzen Preview-Versionen auch rechtzeitig kriegen und nicht so lange warten müssen, wie der Mini-Content-Creator, den ich gerade bin. Wäre genial. Und falls ihr Lust habt, den Kanal anderweitig zu unterstützen, könnt ihr das über den Hamster Patreon machen oder den Hamster Steady-Link. Das ist eigentlich das gleiche wie Patreon, sieht nur ein bisschen anders aus. Und ja, den MMOGA-Shop in der Videobeschreibung nutzen, falls ihr Lust drauf habt. So, und damit bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt dabei für weitere tolle Warhammer 3 News und bis zum nächsten Mal.